Und wir schauen in die Ukraine. Im russischen Grenzgebiet Kursk sind nach Angaben der Ukraine bereits 11.000 nordkoreanische Soldaten eingetroffen. Präsident Selenskyj sagte, man gehe davon aus, dass die Nordkoreaner bereits in Kürze auf Seiten Russlands im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt würden. Er beklagte erneut eine ausbleibende Reaktion des Westens. Im Sommer hatte die ukrainische Armee in der Region Kursk eine Gegenoffensive gestartet und war auf russisches Territorium vorgedrungen. Unterdessen empfing der russische Staatschef Putin in Moskau die nordkoreanische Außenministerin. Und über den Inhalt des Gesprächs gab der Kreml nichts bekannt. Bei uns im Studio ist jetzt General AD Roland Carter. Herr Carter, wir grüßen Sie. Ja, und Herr Simon, Frau Werther. Ganze natürlich unter dem Eindruck der US-Wahl. Jetzt ist ja hierzulande die Sorge groß, dass ein möglicher Wahlsieger Donald Trump der Ukraine keine Waffen mehr liefern könnte, um einen Friedensschluss zu erzwingen. Teilen Sie diese Sorge? Man muss sich da vor Augen halten, dass Trump in seiner ersten Amtsperiode als Präsident der Ukraine ja sehr wohl scharfe Waffen geliefert hat, anders als zum Beispiel Barack Obama. Ich gehe mal davon aus, dass sich an der Lage nichts Wesentliches ändern wird. Allerdings wird Trump, wenn er denn gewählt wird, die Europäische Union zwingen und damit Deutschland in seiner Führungsrolle deutlich mehr zu tun. Dass er gänzlich sagt, nein, es gibt aus den Vereinigten Staaten keine Waffen mehr, ich möchte eine Verhandlungslösung, das halte ich für kurzfristig ausgeschlossen. Dass langfristig das sein Ziel ist und dass er versuchen wird, da einen Weg zu finden, das glaube ich allerdings auch. Aber wesentlich wird sein, dass er sofort die Europäische Union und damit uns auch in die Pflicht nimmt.